entdecken sie mehr graue Haare, als ihnen lieb ist? Obwohl Ergrauen ein natürlicher Teil des Alterns ist, kann vorzeitiges Ergrauen für viele Anlass zur Sorge geben. Von nährstoffreichen Lebensmitteln bis hin zu Kräuterbehandlungen zeigen wir Ihnen natürliche Heilmittel, die Ihnen helfen können, die jugendliche Farbe und Lebendigkeit Ihres Haares zu bewahren. Nutzen Sie diese ganzheitlichen Lösungen und lassen Sie Ihr Haar von innen heraus gesund erstrahlen. Faktoren, die vorzeitiges Ergrauen der Haare beeinflussen. Genetik. Die Familiengeschichte spielt eine wichtige Rolle. Wenn Ihre Eltern oder Großeltern früh ergrauten, ist dies bei Ihnen möglicherweise auch der Fall. Vitaminmangel. Ein Mangel an Vitaminen wie Vitamin B12, Vitamin D3, Vitamin E und Mineralien wie Kupfer und Zink kann zu vorzeitigem Ergrauen beitragen. Autoimmunerkrankungen. Bestimmte Autoimmunerkrankungen wie Vitiligo und Alopecia areata können zu vorzeitigem Ergrauen führen. Häufige Haarbehandlungen. Die häufige Verwendung chemischer Haarfärbemittel und Behandlungen kann das Haar schädigen und zum Ergrauen beitragen. Lebensstilfaktoren. Rauchen, schlechte Ernährung, Stress und Schlafmangel können den Ergrauungsprozess beschleunigen. Sehen wir uns einige Tipps und natürliche Heilmittel an, die den Prozess des vorzeitigen Ergrauens verlangsamen und die allgemeine Haargesundheit verbessern sollen. Auf Platz 1. Schwarzer Sesam. Der regelmäßige Verzehr von schwarzem Sesam soll die Melanozytenaktivität fördern und die Haarfarbe wiederherstellen. Auf Platz 2. Zwiebelsaft. Das Auftragen von Zwiebelsaft auf die Kopfhaut kann das Enzym Katalase aktivieren, wodurch die Bildung von Wasserstoffperoxid verringert und grauem Haar vorgebeugt wird. Auf Platz 3. Rosmarin und Salbei. Kochen Sie Rosmarin- und Salbeiblätter in Wasser, lassen Sie es abkühlen und verwenden Sie es als Spülung für Ihr Haar, um graue Strähnen auf natürliche Weise dunkler zu machen. Auf Platz 4. Ingwer und Honig. Mischen Sie geriebenen Ingwer mit Honig und nehmen Sie täglich einen Teelöffel davon ein, um die Melaninproduktion anzuregen. Auf Platz 5. Rizinusöl. Das Massieren der Kopfhaut mit Rizinusöl kann die Haarwurzeln stärken und möglicherweise das Ergrauen verzögern. Bei Nummer 6. Bringratsch, Eclipta prostrata. Bringratschöl gilt als König der Haarkräuter und kann das Haar nähren und vorzeitigem Ergrauen vorbeugen. Auf Platz 7. Ashwagandha. Die Einnahme von Ashwagandha-Ergänzungsmitteln oder Tee kann Stress abbauen und den Hormonhaushalt ins Gleichgewicht bringen, der sich auf die Haarfarbe auswirken kann. Auf Platz 8. Ginseng. Die Einnahme von Ginseng-Ergänzungsmitteln oder Extrakten kann die Durchblutung verbessern und die Haarfollikel stimulieren. Auf Platz 9. Gotu-Cola, Centella asiatica. Die Anwendung von Gotu-Cola-Extrakt oder Öl kann die Pigmentierung und Stärke des Haares verbessern. Auf Platz 10. Fermentierte Lebensmittel. Der Verzehr fermentierter Lebensmittel wie Joghurt, Kimchi und Sauerkraut kann die Darmgesundheit und die Nährstoffaufnahme verbessern, was sich möglicherweise positiv auf die Haargesundheit auswirkt. Auf Platz 11. Grüner Tee. Das Trinken von grünem Tee oder das Auftragen auf die Kopfhaut kann Antioxidantien liefern und den oxidativen Stress der Haarfollikel reduzieren. Bei Nummer 12. Karottensaft. Karottensaft ist reich an Vitamin A und Vitamin E und kann das Haar nähren und eine gesunde Pigmentierung fördern. Auf Platz 13. Mandelöl. Das Massieren der Kopfhaut mit Mandelöl kann wichtige Nährstoffe liefern und die Kopfhaut gesund halten. Auf Platz 14. Curryblätter und Kokosöl.
Kochen Sie Curryblätter in Kokosnussöl, lassen Sie es abkühlen und tragen Sie es auf die Kopfhaut auf, um das Haar zu nähren und möglicherweise dem Ergrauen vorzubeugen. Und schließlich, Nummer 15. Rich Gourd Oil. Getrocknete Kürbisstücke einige Tage in Kokosöl einweichen und die Mischung dann kochen. Das Auftragen dieses Öls auf die Kopfhaut kann die Haarwurzeln regenerieren. Schützen Sie Ihr Haar vor übermäßiger Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie das Rauchen. Achten Sie auf eine sanfte Haarpflege, indem Sie übermäßiges Hitzestyling, chemische Behandlungen und aggressive Haarprodukte vermeiden. Sorgen Sie für eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist. Lebensmittel wie Eier, Milchprodukte, Fisch, Nüsse, Samen und Blattgemüse sind vorteilhaft. Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, insbesondere solchen, die B-Vitamine, Vitamin D und andere wichtige Nährstoffe enthalten, kann bei Mangelerscheinungen helfen. Denken Sie daran, wahre Schönheit kommt von innen. Und indem Sie Ihren Körper und Geist pflegen, können Sie nicht nur gesünderes Haar bekommen, sondern auch selbstbewusster und selbstbewusster werden. Verwandte Artikel und Aktualisierungen finden Sie in der folgenden Beschreibung. Wir hoffen, Sie fanden dieses Video hilfreich. Bitte liken und abonnieren, um in Verbindung zu bleiben. Dankeschön.